Die Mannschaft ist gut ins Spiel gekommen, haben uns eine 7-3-Führung erarbeitet mit einer aggressiven Abwehr und guten Torhüter hinten. Und genauso gut, wie wir ins Spiel gekommen sind, haben wir dann auch nachgelassen. Fehlende Aggressivität in der Abwehr, vorne 17 Technik-Regelfehler, da kann man kein Spiel auswärts gewinnen. Und Bernburg ist dahin gegangen, wo es wehtut. Wir haben das total vermissen lassen, sind in keine Zweikämpfe gekommen, haben geschweige Zweikämpfe gewonnen. Und das war der Schlüssel zum Erfolg für Bernburg. Ja, also die ersten 10 Minuten haben wir so ein bisschen verpennt, aber dann haben wir uns super zurückgefunden. In der Abwehr standen wir sehr stabil, mit einem sehr guten Torwart dahinter. Und hatten dann, glaube ich, auch direkt einen 5-0 auf, oder nee, sogar noch höher. Das ist dann 10-7 Stand oder 10-8. Und von dort aus haben wir dann die Führung weiter ausgebaut und im Angriff auch geduldig gespielt, die Lücken erkannt und auch die Tore dann gemacht. In der zweiten Hälfte souverän runtergespielt, das war dann auch verdient, finde ich, mit jetzt 8 Toren gewonnen. Ich glaube, wir hatten erstmal einiges zu verkraften. Wir haben ohne Radek spielen müssen, auch Clemens Gravenhorst hatte eine Verletzung gehabt, einen grippalen Infekt, der ihn die Woche über ein bisschen geschwächt hat. Damit war natürlich die Linkshänderposition vakant. Gott sei Dank hat das so gut funktioniert. Wir mussten auch wegstecken, dass Niklas Friedrich eine frühe rote Karte bekommt, die auch berechtigt war. Das darf ihm einfach nicht passieren in der Situation. Und dann den 3-7 Rückstand so zu drehen und dann mit 13-10 in die Halbzeit zu gehen, das ist einfach ein Kompliment an die Mannschaft. Respekt vor dieser Leistung, tolle Moral gezeigt. Und die zweite Halbzeit begann etwas hektisch. Gott sei Dank waren wir da auch in einer Überzahlsituation, sodass wir uns ein Stück weit absetzen konnten und legen damit den Grundstein für einen völlig verdienten Sieg am heutigen Tag.